Ja, hallo und herzlich willkommen zur Go-Home-Woche hier bei Meine Karriere in WW2K16 zu Battleground 2018. Heute haben wir ein Match gegen Tyson Kidd, aber ich glaube nicht, dass wir ein normales Match wirken. Und in der Vermutung liege ich richtig. Und zwar wird einer mich angreifen und ich hoffe, es wird ein guter. Nicht Brock Lesnar. Wenn das kommt, dann stehe ich direkt auf und gehe. Deshalb warte ich mal. Mein Controller liegt schon bereit auf dem Tisch. Von daher warten wir es einfach mal ab. Jetzt müsste eigentlich Cesaro rauskommen. Das wäre irgendwie super. Aber Cesaro sehe ich gar nicht. Also ich habe mal ein bisschen auf ihn geachtet, um eventuell eine Fehde mit ihm zu starten. Aber hat er überhaupt Matches bei Raw oder SmackDown? Oder ist er immer noch als Status verletzt seit 15 Jahren? Kein Plan. Aber mal sehen. Wir sind in Stuttgart auf jeden Fall. In Stuttgart, Germany. Also in unserer Heimat. Wer greift uns in unserer Heimat an? Bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt. Wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Soll ich jetzt ein Match gegen ihn machen? Für Battleground jetzt? Ja. Ja, komm. Machen wir das Match einfach. Wenn ihr eh verteidigen wollt, nein, ich eine andere Fehde machen, aber. Dazu wird es ja nicht mehr kommen. So. Auch wenn ich gerade hier dominiere. So. Und DDT. Und damit hat Seth Rollins ein Zeichen gesetzt. Er will ein Match gegen mich. Um den Titel. Please welcome my guest tonight. Let's talk about Seth Rollins. He interrupted your match tonight to ambush you. Have any thoughts you want to share on that? I'm always ready to fight anyone. The WWE Universe knows that. He wants to go out there and make a statement? Wait until I make a return statement. It's on. There is a lot of tension brewing between you two. What's going on there? The chance to clash with him is getting me fired up. I know he'll bring the fight to me, but I don't know if he's ready for the fight I'm gonna bring back to him. I'm serious about this. I'm bringing my A game. There you have it. Back to you guys. Yep, wir haben's geschafft. Wir haben eine Fehde für Battleground. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe jetzt nicht, dass es bis zum SummerSlam hinauszögert. Das wäre natürlich nicht so gut. Ja, Seth Rollins mit dem Koffer. Er hat ihn ja erfolgreich eingecashed bei WrestleMania 31. Das wissen wir alle. Ja, war ein cooler Moment auf jeden Fall. Da bei WrestleMania 31. Das stimmt schon. Jetzt haben wir noch bei SmackDown Match gegen ihn. Nein, nein, nein. Nee, 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 nee. Nee. Also. Nein. Nein. Einfach nein. Einfach nein.
Einfach nein. Ich habe einfach momentan überhaupt keinen Bock, gegen Brock Lesnar zu kämpfen. Tut mir echt leid, also. Ich glaube, das wird echt eine kurze Folge heute, aber. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Aber. Das Match wirklich einfach nicht. Weil mir das einfach so auf den Sack geht. Natürlich haben wir jetzt in letzter Zeit nicht so gegen Brock Lesnar gekämpft, aber. Nein. Es reicht schon mit ihm. So. Und Belly to Belly von Brock Lesnar. Und und German Suplex. Okay. Jawohl, schön gekontert hier. Ah, jetzt kontert er. Schafft es? Nein. Ein Unentschieden. Und ich raste direkt mit auf. Was soll die Scheiße? Was ist das? Aber gut. Ja. Natürlich keine geile Folge. Aber. Tut mir leid. Aber mit Brock Lesnar habe ich so oft ein Match gehabt. Auf den habe ich momentan wenig Bock. Vielleicht wird es wieder eine Phase kommen, wo ich denke, okay, komm. Ein Match gegen ihn kannst du mal wieder worken. Aber. Aktuell, nein. Dafür ging er mir zu oft auf den Sack. Also, das liegt nicht an ihm, sondern an DWW, dass sie mich da... Also, hier, dass das Spiel mich so in diese Matches gebuckt hat. Und wir werden ihn einfach nicht los. Und... Moment mal. Es ist kein Titelmatch. Nein. Nein. Das heißt, beim SummerSlam spielen wir gegen Seth Rollins. Oh, nee. Ich darf nie in der vierten Woche ein Match an der Fehde starten. Och. Nein. Och, nee. Verdammt. Na. Hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich die Fehde nicht gemacht. Scheiße. Ach, verdammt. Warte mal. Nee. Mach doch direkt das. Nein, ey. Natürlich sind das beide die Number One Contender auf meinem Titel, aber ja, dann müssen wir beim SummerSlam Match gegen Seth Rollins machen. Ist jetzt auch keine schlechte Sache. Klar, Seth Rollins ist super, ich mag ihn ja auch, aber Mann, nein. Ich wollte keine Fehde. Vielleicht hört ja die Fehde nach diesem Pay-Per-View auf. Das wäre natürlich super. Aber. Ja. Ich wollte es halt nicht haben. Ich wollte es halt einfach nicht so haben. Das. Jupp. Gut, haben wir das auch noch. Macht jetzt nicht viel Sinn, aber na gut. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao.